Morgen und herzlich willkommen zu meinem zweiten Vlog, meinem richtigen offiziellen Vlog, Auslandsvlog auf dem Alperavi-Kanal, meine lieben Freunde. Wir haben jetzt genau 5.10 Uhr. Wir fahren jetzt los, beziehungsweise mein Bruder und ich werden jetzt gleich losfahren in ein anderes Land. Wollt ihr wissen, welches? Das wird wahrscheinlich auch schon im Titel stehen. Wir fahren nach Griechenland und zwar nicht mit, den nehme ich mit, bis nach München, weil von München aus wird er geliefert zu uns in ein anderes Land. Ich werde zwei Länder besuchen. Das erste Land ist Griechenland. Wo genau das sein wird, werdet ihr dann jetzt auch gleich sehen. Und das zweite Land werde ich euch dann im nächsten Video sagen, wo es hingeht, denn das Auto wird uns dorthin geliefert. Genau. Ich bin nicht ausgeschlafen, ich bin aber sehr aufgeregt, denn laut Navi brauchen wir 21 Stunden Fahrt bis dorthin. Genau, ich bin aufgeregt. Rauf mit dem. Der verbraucht echt sehr viel. Ich bin gespannt, wie oft ich tanken muss bis nach München. In diesem Sinne, viel Spaß mit dem Video. Liked schon mal die Folge, lasst die Glocke läuten, um nichts zu verpassen und abonniert diesen Kanal, wenn ihr mehr solche Videos sehen möchtet. In diesem Sinne, bis gleich. Der neue GLS 400er Diesel. Mit dem geht es eigentlich weiter. Mit dem fahren wir. Was ein hübsches Ding. Was ein schönes Ding. Jetzt geht's los, meine lieben Freunde. Ich bin maximal aufgeregt. Ah. Und der Tank ist schon leer, meine lieben Freunde. Erstmal wird natürlich getankt. Der Tank ist direkt leer gegangen. Ich bin rausgefahren und der Tank ist direkt leer. Das war auf jeden Fall kein Spaß. Wir tanken wirklich gerade. Wir sind nur kurz rausgefahren. Mehr nicht, nur kurz raus. Und 16 Kilometer Reichweite. Bin gespannt, wie oft wir jetzt bis nach München tanken werden. Wir sind jetzt offiziell auf Autobahn drauf, hier, wie man es schön erkennen kann. Und wünsche mir eine gute Fahrt und ich würde sagen, bis gleich. Wir sind in Würzburg. Wir tanken jetzt gerade das Autofall. Ich habe gar keine Rückenschmerzen, muss ich sagen. Überhaupt nichts. Ist voll angenehm zu fahren. Ich glaube, wären wir mit dem Lamborghini gefahren oder wäre ich mit dem Lamborghini gefahren, glaube ich, dass ich nach dieser Fahrt eine Therapie nehmen müsste wegen Rückenschmerzen. Freunde, wir sind jetzt in Nürnberg. Hier geben wir den Ferrari ab, denn wir sehen den erst in einer Woche wieder in einem ganz anderen Land, weil wir jetzt vorher woanders hinfahren. Von dem muss ich mich jetzt auf jeden Fall erstmal verabschieden. Aber wir sehen uns natürlich in einer Woche wieder. In einer Woche sind wir wieder da. Hast du verstanden? Bleib stark. Mit dem GLS geht es weiter, meine lieben Freunde. In diesem Sinne, bis gleich. Wir haben laut meinem Handy jetzt 14.39 Uhr. Wir sind jetzt in Wien. Und wir werden jetzt erstmal was essen gehen, bisschen chinesisch, bisschen auf gesund. Und dann werden wir auf jeden Fall sofort weiterfahren. Bevor wir aber weiterfahren, müssen wir tanken und das Auto, ich weiß nicht, ob ihr das sehen könnt, hier ist sehr viel Schmutz. Das muss natürlich sauber gemacht werden, das ist mal ein bisschen pingelig. Wir werden nach Österreich durch Ungarn fahren. Das ist auch das erste Mal, dass wir durch Ungarn fahren. Ja, ich bin auf jeden Fall gespannt. In diesem Sinne, bis gleich. Das ist jetzt mein Mittagessen. Hier habe ich ein bisschen Ente, ein bisschen Hähnchenfleisch, Salat und natürlich sehr gesund unterwegs mit Lachs. In diesem Sinne, Freunde, guten Appetit. Genau gegenüber von mir befindet sich Wien. Jetzt fahren wir gerade in Ungarn rein. Wir haben offiziell noch 1200. Wenn ihr links lang, oh. Bleib so, bleib hier einfach. Fahr. 1270 Kilometer haben wir noch insgesamt.
sind wir an der serbischen Grenze. Ich nehme nur vorsichtig gerade auf. Wir wurden wieder auseinandergenommen und wir waren wieder in einer Halle drinne und wieder und immer und immer und immer wieder. Wir haben jetzt die letzte Grenze erreicht. Die mazedonische haben wir jetzt hinter uns. Jetzt vorne sehr gut zu erkennen die griechische Grenze. Ich weiß nicht, wie es gerade aussieht mit Türkei und Griechenland. Ich habe ja einen türkischen Pass. Ich bin auf jeden Fall gespannt, ob die jetzt hier auch Faxe machen. Jetzt offiziell in Griechenland drinne. Meine lieben Freunde, wir sind in Griechenland. Wir haben es geschafft. Wir haben jetzt hier geparkt. Das Auto steht hier, weil neben dem Hotel die ganzen Autos da schon stehen bzw. zugeparkt sind. Ich habe hier jetzt einiges gesehen. Ich weiß nicht, welche Villa uns gehört. Das schauen wir uns auf jeden Fall gleich an. Ich bin extrem kaputt und müde. Ich brauche einfach nur Schlaf. Ich brauche sehr viel Schlaf. Im Auto zu schlafen, bisschen komisch. Aber, meine lieben Freunde, wir haben es geschafft. In weniger als 25 Stunden, meine ich, sind wir hier in Griechenland, um genau zu sein, in Thessaloniki bei Kassandra. Da gibt es so drei Inseln mäßig. Das ist so, das sind so Inseln. Und eine Insel davon heißt Kassandra und da sind wir gerade drauf. Das Wetter ist hier gerade auch richtig nice, obwohl wir haben jetzt gerade 6.18 Uhr. Schaut euch mal das hier an. Da hinten ist das Meer. Dort sind Villen, Häuser, Vögel, ganz viele. Nochmal klar und deutlich das Meer zu sehen. Der Sonnenaufgang ist auch am Start jetzt gerade um diese Uhrzeit. Ja. Ich bin gespannt, was es hier noch zu sehen gibt, was wir hier noch sehen und erleben werden. Aber erstmal zu der Villa. Bis gleich. Wir sind jetzt offiziell im Zimmer. So, das ist das Bad. Genau, wir haben auch ein Telefon hier, ein bisschen telefonieren. Dann haben wir hier noch eine Dusche. Dann hat man hier noch ein Waschbecken. So, hier unsere Betten, die wir auf jeden Fall auseinanderschieben werden gleich. Fernseher, auch komplett süß. Und jetzt Terrasse und unser eigener Pool. So, richtig geil. Sehr, sehr geil. Und ja, Freunde, das war die Roomtour. Am Sonntag werdet ihr dann noch ein Video bekommen von mir auf dem Alpedami-Kanal, wo ich euch dann mehreres zeige, also mehr zeige. Wie zum Beispiel Essen, Location, Sehenswürdigkeiten mit den Leuten, abends, Nachtleben, am Sonntag erstmal zeigen. Ich finde es schon sehr, sehr nice hier, muss man sagen. Ich habe das Gefühl, zwar gerade, dass wir hier alleine sind, aber wird sich später herausstellen. Wird sich später herausstellen, wenn die Leute aus den Häusern rauskommen. Bevor ich das Video auch schon abschließe, möchte ich noch zwei Sachen sagen, wie auch beim letzten Mal. Ich will niemanden angreifen, ich mag jeden und jeder soll machen, was er will und alles gut und alles ist schön. Aber an der serbischen Grenze wieder mal dasselbe Problem, obwohl wir eine andere Route genommen haben. Auch dort die Grenzpolizei oder wie man die auch nennen mag. Diesmal sogar war es nicht nur die serbische, sondern auch die mazedonische. Die haben das sogar ein bisschen dreckiger gemacht, haben uns sogar gesagt, wie wir das Geld geben sollen und so. Zum Beispiel bei der serbischen ist das so, entweder die packen dich in eine Halle oder du tust das heimlich bei denen so irgendwie in die Hose rein, so, weißt du. Aber bei der mazedonischen war es schon... Also die haben direkt indirekt mit dir geredet und dir gesagt, und wie viel ich vor allem reintun soll. Finde ich persönlich dreckig, aber wenn ihr mal auch diese Erfahrung gemacht habt, schreibt es gerne unter den Kommentaren, wenn euch diese Folge gefallen hat und wenn ihr auch mal in Griechenland wart, vor allem in Thessaloniki, oder wenn ihr irgendwelche Empfehlungen habt, denn ich bin nun mal 7 Tage jetzt hier und über Empfehlungen würde ich mich freuen, über eure Erfahrungen würde ich mich freuen. Ja, lasst einen Daumen hoch, aktiviert die Glocke, um nichts zu verpassen, teilt diese Folge, meine lieben Freunde, bis Sonntag.